Hallo, hallo Leute, hier ist die Jutta von Funkelkram. Schön, dass ihr da seid. Ich wollte gerade anfangen, Kreativbeispiel zu machen für meine neuen Materialien, die gekommen sind. Und da habe ich gedacht, ich könnte ja anfangen, mal die Kamera anzumachen. Dann haben wir gleich das Tutorial zu dem Kreativbeispiel, was ihr dann nachher im Shop seht. Ich habe nämlich hier was ganz Tolles Neues bekommen, und zwar diese wunderschönen Seesterne. Ich finde die total toll, mit den kleinen Straßsteinen drauf. Und das sind ja so Konnektoren, das heißt, die haben Verbinder auch auf Deutsch, ja, die haben diese Ohren rechts und links und da kann man dann Dinge einhängen. Jetzt kann man natürlich nicht fädeln, wir müssen also jetzt alle Teile, die wir da einbauen wollen, zu einem Konnektor umbauen, zu einem Verbinder. Ist aber auch gar nicht schwer, hier habe ich schon mal angefangen. Diese wunderschönen Schmucksteine, die liebe ich über alles. Ich finde, die sehen so richtig nach Sommer, Sonne, Meer aus. Und da ja Urlaub fahren im Moment so ein bisschen ein Problem ist, ist es ja dann umso schöner, wenn wir uns eine schöne Urlaubskette wenigstens machen können. Wenn wir schon nicht hinfahren können, wo wir wollen, machen wir uns wenigstens schönen Urlaubsschmuck. Wir brauchen dazu Pins, Eye-Pins mit dieser Öse hier dran. Und zwar braucht ihr die großen. Ihr braucht die 7 cm Pins. Die 5er, die sind zu kurz, 5 cm. Da habt ihr nicht mehr genug, um eine Öse zu biegen. Und dann fädeln wir den Spaß einfach auf. So. Da muss man ungefähr so einen Zentimeter braucht man. Geht mal so. So Pi mal Daumen. Ich habe für mich selber herausgefunden, es hängt wahrscheinlich davon ab, was man, wie dick die Finger so sind. Aber ich habe für mich herausgefunden, wenn ich den hier so drauflege, den Pin, und ich habe das ungefähr in der Mitte und dann steht das hier so rüber, dann ist das ziemlich genau die Länge, die ich brauche. Und zu viel ist überhaupt kein Problem. Kürzen kann man den immer noch. Blöd ist nur, wenn man zu wenig abschneidet. Also wenn man so viel abschneidet, dass man zu wenig hat zum Biegen, dann wird es schwierig. So, der Gag ist ja immer, ne, bei dem, was jetzt hier übersteht, 90 Grad Winkel zu euch biegen. Ganz wichtig. Richtig schön, dass der richtig schön um die Ecke steht. Und jetzt packen und einfach die Öse biegen. Wenn ihr die nicht im 90-Grad-Winkel wegbiegt, dann hängt die Öse entweder rechts oder links und dann legt sich das Teil nicht ordentlich. Da wir ja aber die Öse genau schön in der Mitte haben wollen, machen wir das so. Und jetzt einfach den Kerl so lange zwingen, sich zu biegen, bis ihr eine schöne Öse habt. Tada, so funktioniert's. Die ist jetzt, steht jetzt über. Das drücke ich dann nochmal drauf, damit die flach ist und schön abschließt. Jawohl, so kann man es machen. Number one haben wir schon. Der da hinten ist ja auch schon fertig. Und wie gesagt, dann fiel mir ein, dass ich es ja eigentlich auch mit euch zusammen machen könnte. Ist ja jetzt einfach auch ein schöner Zeitvertreib. Es sind ja jetzt doch viele so zu Hause und müssen irgendwie zusehen, dass sie die Zeit rumbekommen. Wenn man Homeoffice machen muss, dann ist man wahrscheinlich ausgelastet, gerade wenn man dann noch die Kinder zu Hause hat. Aber ich weiß auch von einigen, auch bei uns in der Familie, die sind freigestellt. Die laufen zwar als Kurzarbeit, aber die bleiben tatsächlich einfach daheim. Und ja, da muss man irgendwie gucken, ne, wie man sich den ganzen Tag beschäftigt, wenn man nicht raus darf. Blöde Kiste. So. Da ist ja Schmuck machen eigentlich eine gute Sache. Ist dann immer der glücklich, der ein Hobby hat, ne? Man kann ja auch nicht rund um die Uhr Fernsehen gucken, da wird man ja bescheuert. Okay, here we go. Geschafft. Ja, jetzt seht ihr schon, das ist nicht so gut. Das schließt nicht wirklich ab. Habe ich nicht ordentlich gebogen. Und das ist vielleicht auch ganz gut, dann seht ihr mal, das passiert auch einem Profi. Und das passiert ja sowieso vor allen Dingen immer dann, wenn einer zuguckt. Ne? Wenn man selber sowas so macht für sich, dann hat man das Problem ja immer gar nicht. So, ich habe das Gefühl, ach nee, die ist zu, das reflektiert bloß. Ich denke gerade so, das kann doch nicht sein, die habe ich doch gerade zugebogen. Aber das Licht spiegelt, dann sieht das so aus, als ob da eine Lücke wäre. Bin ich wieder auf mich selber reingefallen. Haha. Jetzt habe ich noch diese Perle hier, weil ich ja einen Seestern möchte ich gerne als Anhänger unten ranhängen. Das ist jetzt eure Entscheidung. Ihr könntet den natürlich auch einfach so dazwischen hängen. Das finde ich aber ein bisschen langweilig. Ich finde das spannender, wenn da unten ein schöner Anhänger dran ist an der Kette. Die hat aber ja jetzt einen Loop hier und dann könnte man die normalerweise, diese Perle, könnte man jetzt auffädeln. Funktioniert ja jetzt in dem Fall nicht. Fädeln geht ja nicht. Also nehme ich mir jetzt einen kleinen 2 cm Pin. Da muss ich da nicht so viel abschneiden.
der reicht in diesem Falle. Steckt mir den da durch und biegt mir da einfach auf der anderen Seite auch eine Öse. Dann habe ich drei Ösen und dann kann ich das alles ganz prima miteinander verbinden. So, Pi mal Daumen, ein bisschen werden wir mal den kürzen müssen. Und bei mir sind also die Ösen auch nie gleich groß. Macht euch da nicht mehr Schugge. Habt nicht so einen hohen Anspruch an euch selber. Das ist hinterher in der Kette, verliert sich das. Das sieht man überhaupt nicht. Wenn das nicht massive Unterschiede sind, dann paar Millimeter fallen da überhaupt nicht auf. Weil man soll schon ordentlich arbeiten, aber man kann das alles auch übertreiben. So, sieht doch gut aus. Ich halte es noch mal ein bisschen höher. So, seht ihr? Nö, natürlich nicht, bin aus dem Bild. So, ne? Jetzt haben wir rechts und links die Ohren, um die Seesterne und alles einzuhängen. Und hier unten dann für den Anhänger. Und theoretisch könnte man diese Ösen einfach aufbiegen und ineinander hängen. Das legt sich aber nicht so schön. Aus irgendeinem Grund verkantet sich das dann immer. Ich mache das also nie. Ich nehme immer kleine Ringe, diese 5 mm Biegeringe, um diese Sachen dann zu verbinden, damit das ordentlich fällt am Hals. Es gibt nichts Dooferes, als wenn man eine Kette mit so Teilen hat, die sich dauernd verhaken. Macht einen wahnsinnig. So. Das sind die ganz festen Biegeringe, die kriegt man mit dem Finger nicht. Das muss man wirklich mit der Zange machen, sonst funktioniert der ganze Spaß nicht. Und hier hinterher, und da macht euch mal noch keine Sorgen drum, dass man die dann richtig biegt und ausrichtet. Das mache ich immer hinterher ganz zum Schluss. Ich hänge die Teile immer erstmal aneinander. Natürlich muss man jetzt gleich darauf achten, dass die alle richtig rumhängen. Also bei den Seesternen jetzt Strass nach vorne, ne, dass man die richtig rum reinlegt. Aber auch keine Katastrophe. Biegeringe kann man ja zum Glück auch wieder aufbiegen, wenn es verkehrt war. Da kann man alles noch korrigieren. So, ne, dass der ihn zu euch anguckt und nicht verkehrt rumliegt, der Kerl. So, und jetzt kommt das Teil da noch dran. Hey, du sollst zugehen. So. Alles schön richtig rumdrehen. Steinen ist das schwieriger, die sind so rutschig. Der Seestern, der lässt sich wesentlich besser packen zum Zudrücken. So, jetzt klappt das hier. Ja, das finde ich schon sehr, sehr hübsch. Und da müsste er jetzt hier noch ran. Da hänge ich mir jetzt erst die Anhänger unten dran. Sonst habe ich nachher so viel Zeug da dran hängen, dann ist das so kompliziert. Also auf jeden Fall möchte ich, glaube ich, den Fisch und die Muschel. Aber der Fisch muss ja dann ein bisschen tiefer hängen, das heißt, da kommt gleich noch so eine Perle dazwischen. Dann sieht das gleich komisch aus, glaube ich. So, ja, ich glaube, das wäre nett. So ein bisschen Gebimsel ist ja immer schön. Also ich liebe das, wenn Ketten so ein bisschen verspielt sind, gerade im Sommer, wenn man dann so... hat man ja doch Sachen an, die ausgeschnitten sind und Spaghetti-Träger zu irgendwelchen Kleidern, so die ein bisschen schlichter sind, so Tops und sowas. Und da finde ich dann immer cool, wenn man auf ein ganz schlichtes Top eine bisschen aufwendigere Kette hat. Ich glaube, die nannte man Statement-Ketten, das war ja mal eine Zeit lang super schick. Aber was interessiert uns das? Wir machen das, was wir wollen, wann wir wollen und nicht, wenn die Mode uns das vorgeben möchte. So, da. Habe ich gerade noch gesagt, wir sollen gucken, dass die Sachen richtig rumhängen. Tätä, Frau Wittley, befolgen Sie mal Ihre eigenen Ratschläge. Kann ja auch nicht wahr sein, sonst brauche ich eine zweite Zange.
Sonst ruiniere ich mir wieder die Fingernägel. Das mache ich immer beim Schmuckbasteln. Immer wenn die gerade mal so ein bisschen nachgewachsen sind, sind sie gleich wieder hin. Das ist, glaube ich, das Los eines Bastlers, oder? Dass man sich irgendwie immer die Nägel versaut. Gut, das sind die wirklichen Probleme dieser Welt. Ist ja eigentlich wirklich egal. So, jetzt aber. Und jetzt ist es auch richtig rum, wie sich das gehört. Ja, und ich glaube, hier wäre das wirklich gut, weil sonst hängt er zu nah aufeinander. Wenn wir da noch so eine Perle zwischenfummeln. Und in so einem Paket sind ja 20 drin, das heißt, wir haben ja auch genug, ist ja gar kein Problem. So, einmal den Fisch da unten einhängen. Die Perle drauf, noch ein kleines bisschen kürzen und wieder eine Öse biegen. Wenn ihr das dann eine Kette lang gemacht habt, dann seid ihr absolute Ösenprofis. Weißt du mal, so die allerersten Ösen, die man so biegt, die werden ja am Anfang immer noch so ein bisschen krumm und schief. Und irgendwann hat man es dann raus und dann klappt das, dann fluppt es wie sonst was. Ne? Das war jetzt ein bisschen knapp, jetzt seht ihr das, was ich sage, zu wenig ist immer ein bisschen doof, zu viel ist kein Problem. Aber es reicht gerade noch. Es ist jetzt so eine Winzöse. Macht nichts. Alles okay. Und da jetzt noch ein Ring oder mit an den Ring? Das ist jetzt die große Frage. Das sind so Dinge, das probiert man dann einfach aus. Ich glaube, die würde ich jetzt erstmal so da was reinhängen. Das wäre, glaube ich, reicht, glaube ich, gut genug. Ja. Ja, und so entstehen dann solche Dinge, solche Designs. Ihr seht also auch so, ich habe das auch nicht vorher im Kopf und plane das alles durch und habe das top organisiert. Wenn ich ein richtiges Tutorial mache, mache ich das meistens schon. Dann habe ich die Kette vorher einmal gemacht. Aber jetzt ist es ja wirklich so, was ich jetzt hier mache, habe ich nicht geplant. Sondern da habe ich mir nur, verflixt, habe ich mir nur das Material zusammengesammelt und habe gedacht, oh, mach mal. Fang mal an zu wursteln, das wird schon. Mach die Kamera an. Und lass es mal eben mitlaufen. Ich werde nämlich oft gefragt, dass ich mir Leute dann immer so sagen, so ja, und dann habe ich, das hat aber nicht geklappt. Ja, das klappt bei mir auch nicht immer beim ersten Mal. Das ist völlig normal. Versuch und Irrtum. Oder dann hast du es alles zusammengefummelt und dann sieht es doof aus. Seht ihr, und jetzt ist der Fisch schon wieder nicht richtig rum, oder? Doch, ist richtig. Hängt das schön? Ja, hängt schön. Ist hübsch. Gefällt mir. Dann brauchen wir jetzt nur noch ein Ringelchen, um das da dran zu hängen. So, alles schön zusammengesteckt. Und jetzt ist eben noch die große Frage, wie macht man hier weiter? Ich habe das Teil mal ausgemessen, es sind also 28 cm und so 50 bis 55 braucht man ja schon. Ich habe Ketten gerne variabel, ich habe also gerne, wenn ich die Länge so ein bisschen einstellen kann, je nachdem, was ich anhabe, ist ja mein Ausschnitt mal tiefer und mal weniger tief. Und deswegen will ich jetzt mit Schmuckkordel arbeiten. Ihr könntet selbstverständlich jetzt hier einfach weitere solche Elemente euch zusammenbasteln und die da dran zu hängen. Entweder mit Türkis oder mit Süßwasserperlen oder was auch immer die Palette zu bieten hat. Perlen haben wir ja weiß Gott genug im Shop. Ich finde, das ist jetzt die einfachste Variante. Ich nehme einfach die Schmuckkordel hier, das gewachste Schmuckkordel. Das ist halt auch super angenehm dann hinterher im Nacken, wenn man das zubinden kann. Denn im Sommer, wenn man dann schwitzt und so weiter, dann finde ich immer so Baumwolle, die macht das Kettentragen dann einfach angenehmer. Und ich gehe jetzt aus von 30 Grad und Füße in der Wasserschüssel, wenn schon nicht im Meer. So einfach durchziehen und einen Knoten machen
Und so würde ich das auch machen, wenn ich jetzt da einfach Perlen dran fädeln will. Dann könnte man hier einfach den Draht durchziehen und das untere Stück einfach eine kleine einen Loop machen, also eine kleine Ösip machen und dann mit einer Quetschperle fixieren und dann könntet ihr einfach weiter fädeln. Und das nach der Quetschperle der Draht erstmal doppelt ist, ist ja kein Problem, da schiebt man ja die Perlen drüber. Ne? Und dann könntet ihr da einen ganz normalen Verschluss dran machen. Also für alle, die Lust haben, jetzt hier noch schön weiter zu fädeln, wäre das eine gute Option. Und für alle, die genauso gerne die Abkürzung nehmen, wie ich das tue, die machen jetzt da einfach Schmuckkordel dran. Ich finde Türkis schön, weil das so schön zu den Steinen passt, aber selbstverständlich kann man auch Weiß nehmen oder Braun oder Schwarz, eine Lederkordel, was auch immer, ja, was auch immer ihr schön findet. Denkt dran, ihr seid die Designer und ihr entscheidet. Ihr könnt zu jedem Zeitpunkt das, was ich hier mache, ändern. Meine Damen, wenn Sie mir bitte einmal in den Ausschnitt schauen möchten. Ich versuche gerade noch irgendwie vor der Kamera den Pullover richtig hinzuzoppeln. So. Finde ich das sehr, sehr hübsch. Und hier am Band könnte man das ja auch noch ein bisschen justieren, dass die noch ein bisschen höher kommt. Deswegen haben wir ja ein Band dran gemacht, damit man das machen kann, wie man möchte. Aber ich finde, das ist eine schöne Kette geworden. Und ja, wenn euch das gefallen hat, einmal einen Daumen hoch bitte. Einen Daumen hoch, so, bitte in die Kamera rein. Und hinterlasst mir auch gerne einen Kommentar. Oder wenn ihr Fragen habt und nicht parat kommt mit der ganzen Angelegenheit, dürft ihr mir auch gerne eine E-Mail schreiben. Jutta Wittley, bastelwerkstatt@funkelkram.de. Ich antworte normalerweise innerhalb von 24 Stunden, aber ich beantworte nur Bastelfragen. Wenn ihr irgendwelche Sachen mit eurer Bestellung abklären wollt, dann müsst ihr euch bitte an den Kundenservice wenden. Und wenn ihr kreative Ideen, Vorschläge, Wünsche oder sonst was habt, freue ich mich immer total und noch besser sind Fotos. Fotos ist das Coolste von allem. Also Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der wunderschönen Kette und ich hoffe, ihr habt alle richtig Urlaubsfeeling bekommen. Ciao!